ihr Lieben! Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir melden uns aus der Dominikanischen Republik, aus Punta Cana. Wir sind gerade seit ein paar Tagen da. Und werden euch natürlich berichten und werden hier ganz viele Videos drehen, damit ihr mit dabei sein könnt. So ist es. Und auch was davon habt. Vor allem erstmal unser geiles Hotelzimmer. Genau, wir zeigen euch jetzt unser Hotelzimmer, weil dann gehen wir ein bisschen raus, das Wetter genießen. Wir haben nämlich noch voll früh, ich glaube wir haben erst 8:30 oder sowas, und liegen haben wir schon reserviert. Typisch deutsch. Genau, und wir haben ein wunderschönes Zimmer, was jetzt natürlich, weil wir hier jetzt schon 2 Nächte schlafen, nicht mehr das ordentlichste ist, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. So, also ich gehe jetzt mal hier hinten. Jetzt, genau, es wird wieder hell. Hier ist die Eingangstüre. Wir müssen hier diesmal keine Karte einstecken, sondern das Strom funktioniert automatisch. Schon mal Luxus. Ja, genau. Und dann geht's hier. Seht ihr schon mal das Zimmer? Wir haben jetzt hier auch immer den Kinderwagen stehen. Den tun wir versuchen gar nicht so weit reinzuschieben, weil der ist so sandig. Schatz, tut ihr schon wieder tanzen? Ja, dann haben wir hier einen Spiegel. Einen riesengroßen Spiegel, das ist schon mal geil. Das Kleid ist übrigens von Asos. Ich sehe schon eure Kommentare. Genau, dann ist hier schon das offene Badezimmer. Seht ihr das? Ja, mit 2 Waschbecken. Hier sieht's aus. Katastrophal. Dann ist hier eine Toilette und Kleiderschrank, Kleiderschrank, Dusche. Und die Dusche, die ist richtig geil. Können 2 gleichzeitig duschen. Da können wir alle zusammen duschen. Wir haben nämlich hier Platz zum Sitzen. Ja. Hier haben wir dann auch unsere 2 Koffer ausgebreitet. Die packen wir gar nicht aus, ne? Ja, und dann bei einer Woche für mich los. Geht's hier, man sieht hier schon durch, ne? Also da ist keine Scheibe. Dann ist hier unser Schlafzimmer und das Bett sieht auch katastrophal aus. Boah, das sieht wirklich katastrophal aus, ey. Ja, dann haben wir auch ein Babybett. Hallo Mausi. Hallo. Hallo. Genau, und unser schönes, schnuckeliges Wohnzimmer. Hier unsere kleine Küchenstation mit Minibar und alles. Und jetzt kommt das Geilste. Wir haben nämlich auf dem Balkon einen Jacuzzi. Das ist richtig geil. Da werden wir nachher auch gleich mal reingehen. Zum Dritt. Wow. Jetzt schaut das mal an. Richtiges Paradies, oder? So schön. Hallo Mausi. Ich habe mir auch Spielsachen noch gekauft, extra zum Baden. Ne? Ja, die gab es beim Rossmann. So. Da gehen wir nachher wieder baden, gell? Und das ist unsere wunderschöne Aussicht. Überall Palmen. Und hier haben wir auch noch so einen Rollladen zum Runterziehen, wenn wir im Wasser sind, damit die Sonne nicht so her scheint. Und eine schönere Aussicht kann man sich doch nicht vorstellen, oder? Oh mein Gott. Wunderschön hier. Ja, und dann haben wir hier noch 2 Stühle und einen Tisch. Und jetzt gehen wir am Pool. Der ist übrigens hier vorne. Hier ist der Schwimmpool und dann gibt es noch einen Pool und noch einen Pool und noch einen Pool. Ja, let's go. Lass uns baden gehen. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for.
down the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Zurück im Hotelzimmer und ich habe jetzt schon Wasser eingelassen, oder beziehungsweise ich lasse gerade Wasser ein. Mia kann schon gar nicht mehr abwarten, gell? Nein! Wir gehen jetzt gleich alle zusammen in diesen Whirlpool. Ja, und chillen einfach ein bisschen. Ich werde mir jetzt noch einen Kaffee machen und da drinnen meinen Kaffee genießen. Und diese Aussicht. Sieht man das? Hallo? Ja. Ich glaube, man kann sich das nicht schöner vorstellen. Und es sieht in echt einfach noch 100.000 Mal geiler aus. Gehen wir jetzt baden, ne? Komm, baden, Schatz. Was für ein Blödsinn, hä? Sagen. Denn jetzt kommt Krebsi. Krebsi ist nämlich der Shit unter den Meerestieren. Krebsi! Krebsi, Attacke! Wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer. Der Tag ist schon wieder vorbei. Wir haben ihn in vollsten Zügen genossen. Wir müssen noch ein bisschen leise sein. Mia schläft nämlich schon. Die ist noch so im deutschen Rhythmus. Geht gerade immer so um 18 Uhr schlafen. Ich aber auch. Der Airpack packt es auch gar nicht. Ja, jetzt ist 21 Uhr und ich denke, dass Mia so bis um 5, 6 Uhr heute schlafen wird. Und dann ist sie auch wieder fit. Und dann fängt der Tag für uns wieder an. Das heißt, wir gehen früh schlafen und stehen früh auf. Ja, war früher anders. Ja, früher war es andersrum. Ja, da sind wir spät ins Bett gegangen und sind spät aufgestanden. Ja, so verändert sich alles. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wir grüßen noch jemanden. Ja. Jetzt habe ich schon jemanden rausgesucht. Die Grüße gehen heute raus an Melanie Jackson. Melanie, ganz liebe Grüße von uns. An dich. Wenn auch du gegrüßt werden möchtest, ganz einfach. Kanal abonnieren und unten kommentieren mit dem Hashtag Team Harrison. Genau, und dann lasst auf jeden Fall auch ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Ja. Nein, und wir lieben uns. Tage wieder. Gute Nächte.
Ja.